Kiara hat ein Fernrohr. Ja, das sieht aber auch so sehr gut. Er sieht auch gut aus. Richtig, richtig. Bleib mal im Charakter. Der nächste. Stimmt, sorry. Ja, dem Map ist egal, dass du eine treue so Tomate bist. Also ihr geht davon aus, dass das ein halbes Banner ist. 25 Drachen, na, Drachengardisten sind das nicht, es sind Mordbrenner, also Söldner aus den schwarzen Landen, die auch Drachengarde-Banner dabei haben. Das ist also auch jetzt das Gebiet von Varena von Mersing, das, was sie beansprucht. Allerdings wird Perz dann als, naja, Hauptstadt ist es nicht. Das Perz ist halt auch nur ein Dorf mit 40 Einwohnern, aber die Ruine Corvinstein, die daneben liegt, die wird dann wohl als ja, Haupt Stützpunkt genutzt werden. Sie wird hier also noch sicherlich einige mehr dabei haben. Drachenspuren könnt ihr keine weiteren erkennen, die gehen nur in eine Richtung, also einmal über die Brücke hinüber. Auf dem Acker findet ihr selbst keine weiteren Drachenspuren und auch in der Burg findet ihr keine Drachenspuren. Das ist also der erste Außenposten. Seht mal, da vorne sind noch mehr Tellora. Vielleicht können die uns den Weg weisen. Die Burgruine. Sieht ja aus Stein, gehe ich davon aus, oder? Also ist das eine Ruine? Ruine würde sagen, sie ist komplett zerstört. Sie ist wieder wehrfähig gemacht worden. Okay, aber Und sie da. besteht, sie ist in der Mitte von diesem Fluss, ist sie eingelassen. Und da ist die Außenmauer aus Stein und der große Bergfried liegt auch auf einem großen Stein, Hügel. Okay. Alles klar. Also 25 Mordbrenner ohne Greifenmund wird knapp. Der Name klingt nicht, als wären das Menschen, mit denen man verhandeln kann. Diese Menschen dort drüben sind tatsächlich unsere Feinde. Ihr kennt es an diesem Wappen. Seht ihr diese drei Pfähle auf goldenem Grund? Ihr meint diese Stoffe dort? Ja. Dafür sind sie also da. Ja, diese kennzeichnen das Haus Mersingen, zu dem unsere Feindin gehört. Ich dachte, wir wollten zu dieser Burg, irgendein Stein, nicht zu diesem Haus Mersingen. Aber sie besetzt diesen Stein. Also das Haus ist in dem Stein. Es ist kein tatsächliches physisches Haus, sondern eher ein metaphorisches Haus. Damit ist eine Familie, eine Sippe gemeint. Und diese Menschen gehören alle zu dieser Sippe. Nein, die Anführerin gehört zu dieser Sippe. Die anderen sind nur Untergebene. Ja. Ich verstehe nicht. Sie zwingt die Also, anderen. und wenn Es sie sind nicht zur alles Sippe. böse Menschen. Und das sagt ihr, aber haben wir mit ihnen gesprochen? Ihr könnt jetzt da hingehen und dann werden die euch Geht's? töten. Dann wisst ihr es. Nun, ich denke, wir sollten doch, auch wenn es Telora sind nicht an das Schlechte in ihnen glauben. Ich weiß, dass sie schlecht sind. Mein lieber Herr Elf, das sind böse Menschen. Wir sind ihnen schon begegnet. Entweder ihr glaubt uns jetzt oder ihr endet aufgespießt oder sonst wie vom Tatzelwurm gefressen. Jedenfalls tot in der Ecke. Ich sehe auch keine Tatzelwürmer. Seht ihr nicht die Spuren? Dann öffnet eure elfischen Nüstern und schnuppert einmal. Wir riechen sie nun doch schon den ganzen Tag. Wir können an anderen Leuten vorbeikommen, die auch nicht dazugehören und trotzdem nach Tatzelwürmern Oh, riechen. ich dachte, Elfen seien kompetent in der Wildnis. Seht ihr die Spuren, wo sie hinführen? Und dort entlang. Seht ihr? Und wo sind diese Menschen? Sie sind dort hinten. Ja. Nun, zählt eins und eins zusammen. Mach mal überzeugen, plus 7. Sonst geht er jetzt nämlich dahin und sagt Hallo. Ich Ich möchte ihn habe schon ertrinken. eine überzeugende plus 7 gewürfelt. Ne, diesmal nicht. Warum? Nächster Charakter, bitte. So. Nun gut, ihr seid auf jeden Fall, ihr seid Taler. Du zumindest. Dann werde ich wohl auf dich hören. Aber was machen wir nun mit ihnen? Können wir an ihnen vorbeigehen? Ja. Vielleicht können wir einige herlocken und dann einen nach dem anderen ausschalten. Finde ich auch gut. Ja, wir machen ein großes Geräusch, dann kommen sie her und wir töten sie. Es Können wir sie sind nicht, zu können wir sie viele, um sie nicht. auf einmal anzugreifen, aber wenn wir sie eine Patrouille nach der anderen erwischen. Können wir sie nicht fangen und festbinden?
Die? Das reicht doch, bis wir hier fertig sind. Wollen wir sie verhören? Oder? Ich denke nicht, dass wir irgendwelche Informationen haben, die wir brauchen. Wenn es von Greifenmund nicht mehr da ist, können wir die endlich wieder richtig verhören, ihr habt recht. Aber es reicht doch, bis wir hier fertig sind und dann wieder gehen können. Damit sie noch mehr Leute umbringen können und noch mehr schlachten können und noch mehr paktieren können und noch mehr Dämonen rufen können. Ich werfe mal einen Seitenblick zu Isarun. Ja, das würden sie auf jeden Fall tun. Das sind dann keine guten Menschen. Und ihr habt ja auch diesen Vergleich mit Angehörigen eures Volkes gezogen. Wenn sie erst einmal aus dem Licht getreten sind, dann kann man sie nicht einfach wieder zurück überzeugen. Genau, Licht und so. Was auch immer das bedeuten soll. Nun gut, ich fühle mich dabei nicht wohl, aber ihr wisst wohl in eurer Welt besser zurechtzukommen als ich. Natürlich, natürlich. Deshalb ist es ja unsere Welt. Also ich meine, ihr seid doch flott unterwegs, oder nicht, so als Elf? Flotter, es bedeutet schnell, nicht wahr? Richtig. Schneller als ihm, auf jeden Fall. Könnt ihr vielleicht ein, zwei von denen abschießen, dass uns so 10 von denen hinterherlaufen? Also die sehen euch, laufen euch hinterher und dann töten wir den Rest? Frosty, Frage zum Tage, wie weit sind die weg? Wie breit ist so eine Brücke? Brücke, wenn ein Karren gespannt drüber gehen soll, mindestens 4 Meter, denke ich. Ja, 4 Meter, denke ich auch. Teile ich gerade mal ad hoc die Entfernung durch 3, sind 450, 460 durch 3. 150 etwa Meter. Hast du 450 gesagt? 150. Ah, 150, ja. Nun, selbstverständlich kann ich das. Ich gehe mal davon aus, wir stehen hier, oder? Genau. Also ihr habt euren Karren, habt ihr weit entfernt abgestellt, sodass da das Pferd keine Probleme macht. Und der Wald ist ausgedünnt, also der ist nicht mehr so voll, wie er jetzt hier dargestellt ist, aber ihr liegt da irgendwo noch im Schatten und könntet dann... Gut, aber wir liegen im Wald. Das ist meine wichtigste Frage. Und hier gibt's auch Bäume. Mehr tot, aber ja, du wirst sicherlich auch noch den einen oder anderen sowas wie lebend finden. Okay, dann würde ich erstmal gucken, ob ich noch einen lebenden Baum finde. Plus oder Minus? Ich würfel. Plus ist natürlich gut. Ja. Genau, gehst du an dem 8 gehörenden Baum vorbei. Bitte und, nicht schon wieder nach vorbei. Ja, also du kannst auf alle Fälle einen lebenden Baum finden und kannst dich dann davor stellen. Du siehst auch wohl wieder so eine kleine Blüte gerade raussprießt am Stamm und der ist definitiv noch am Leben. Ja, schön. Dann freue ich mich erstmal, dann würde ich auch erstmal die anderen. Eine Birke im Moor. Eine Birke? Oh. Ich erinnere mich an etwas, das der Mann gesagt hat. Nun? Er sagt, es gäbe einen Weg ins Moor, wo eine Birke steht. Ihre Schrift ist bleich und dann irgendwas von Gräbern. Und dass es nachts dunkel ist. Dass es Gräber nachts dunkel sind. Ich würde den Ort, jetzt wo unser Elf das gesagt hat, gerne mal untersuchen. Hier in. Magisch? Ja, ich würde einen oder einen Sichtbereich, glaube ich, wirken. Das wäre das, worauf es jetzt hinausläuft bei mir. Oder ein Arcanum. Sichtbereich ist eine 3er Erschwernis. Ich lasse mir Zeit, also habe ich eine 1er Erleichterung. Minus 31. So, dann schauen wir mal. Oder Arcanum. Bist der Meinung, dass die Sphären kaputt sind, so wie das Marinian gesagt hatte, aber hier ist an dieser Birke an sich nichts Besonderes. Es ist einfach nur ein Weg ins Moor. Okay. Und auch im Umfeld, also auch im Sichtbereich. Ja, nee, also ist alles so normal, wie es hier in dieser Welt ist. Und wenn ihr wollt, dass ich auf diese Leute anfange zu schießen und sie dann zu uns kommen, sollten wir vielleicht weiter fortgehen. Nun, wie weit könnt ihr denn auf die schießen? Nun, ich drehe mich mal um. Von da hinten, denke ich. Er zeigt so nochmal irgendwie 200 Schritt weit weg. Aha. Das ist sehr beeindruckend. Ich bin mir natürlich sicher, mit eurer kunstfertig gemachten Armbrust... Bogen? Sorry, Armbrust, das Wort kennt er nicht. Dort könnt ihr noch viel weiter schießen. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, aber wenn ihr da die
aus der Entfernung behaken könnte, würden die vermutlich uns erstmal eine Patrouille entgegenschicken. Falls sie uns denn sehen. Naja, sonst könnt ihr einen nach dem anderen abschießen. Wir können es auch ganz clever machen. Wir bleiben hier am Baum. Ich beschwöre ein Humus-Elementar in den Baum herein. Und wenn dann die einzelnen Gegner zu uns kommen, dann bitte ich den Humus-Elementar, sie festzuhalten. Aber wird der Humus-Elementar das gut aufnehmen, wenn wir die danach umbringen? Naja, davor würde ich den Humus-Elementar ja entlassen. Wenn er so viele Leute festhalten kann? Ja, wir dürfen ihnen nur keinen Schaden zufügen. Aber das Festhalten würde sie ja davor bewahren, von uns Schaden zu empfangen. Also müsste es eigentlich vom Befehl her... mir da nicht ganz sicher stimmt. Da ist irgendwo eine Argumentationslücke, die ich noch nicht ganz... Aber könnt ihr nicht einfach irgendwie so ein Erzding rufen, dass sie alle platt tritt? Ja, das wäre prinzipiell möglich, aber ich habe hier, glaube ich, nicht genug Erz und da, Drogatnur ist der weg. Ärgerlich. Ich weiß nicht, ob wir... Ich glaube, die Idee ist gut, aber vielleicht sollten wir die eher danach nochmal auf der Festung probieren. Wenn er wirklich so weit schießen kann, sollten wir erstmal probieren, so viele wie möglich auf Entfernung auszuschalten. Nun gut, und den Humus-Elementar kann ich ja, falls alles schief geht, immer noch rufen. Denke ich auch, bei 400 Schritt. Ja gut, ich brauche schon 5 Minuten, um das Ritual durchzuführen. Aber sie sind 25 Mann. Ich schätze, sie werden uns maximal 10 Mann entgegenschicken, damit sie noch Männer haben, die die Festung halten. Also ist doch wieder richtig. Also, sie schicken uns alle entgegen, aber da glaube ich nicht dran. Da würden sie ihre komplette defensive Position aufgeben. Das wäre ja bescheuert. Da habt ihr recht. Sieht einer von denen eigentlich irgendwie speziell aus? Ich meine, nicht fieser als die anderen? Die an der Brücke nicht, nein. Okay. Aber ich könnte den Humus-Elementar beschwören und für den Fall, dass wir uns ins Moor zurückziehen müssen, ihn bitten, uns sicher über das Moor zu führen. Die Idee ist gut. Ich weiß nur nicht, wie viel von diesem Magierzeug ihr habt. Nicht, dass wir jetzt schon alles verschwenden und nachher brauchen wir noch was. Ja, ja. Wir könnten einen Ignisfero, einen Pfeil von diesem Elfen binden. Der Aufschlag würde den Ignisfero zünden. Nun ja, ihr kennt ja die Wirkung. Ja, aber ich dachte, das eigentliche Ziel ist doch erstmal, die hierher zu locken. Wenn wir direkt zeigen, dass wir Magier haben, kommen die vielleicht gar nicht. Ah, das ist natürlich auch eine Überlegung. Ich denke nicht, dass euer Zerter... Da sieht man mal wieder den Taktiker. ...dass euer Zerterbuch an einen solchen Fall zu binden gut funktionieren wird. Natürlich wird das funktionieren. Aber mir, das endet jetzt wieder in so einer Magie-Magier-Diskussion, die mich sehr langweilt. Können wir uns darauf konzentrieren, die umzubringen, bitte? Das können wir gerne. Ja, das Wichtigste ist ja natürlich erst einmal, sie zu zerstreuen und sie von ihrer Festung wegzulocken. Von daher ist der Plan doch gar nicht schlecht. Wenn die sehen, dass das nur so ein einzelner Bogenschütze ist, denken sie, das ist eine leichte Beute. Ja, denke ich auch. Und wenn nicht, dann könnt ihr immer noch die Feuerbälle schmeißen. Das ist auch super, wenn ihr das macht. Das freut mich immer sehr. Wir könnten auch die Abelone einmal ausprobieren. Das können wir dann sicherlich auch noch. Ja. Wir sollten die aber weiter hinten hinstellen, damit die das nicht sehen. Also er sollte dann mit dem Bogen auf sie schießen, vor ihnen weglaufen und dann springen wir von den Seiten an sie ran und hauen sie. Ja, gut. Gut, machen wir. Gut, Plan ist gefasst, wie geht's los? Ja, wir gehen dann ein bisschen zurück, nachdem ich mir die Sache von hier aus nochmal geguckt habe. Offensichtlich wurden wir ja hier noch nicht erkannt. Die haben erstmal ein Interesse an der nächsten Umgebung. Jetzt gucken die nicht 24/7 in den Wald, nein. Dann suche ich mir eine schöne Stelle, so mitten auf der Straße. Das Konzept einer Falle mit lebendem Köder ist mir ja wohl bekannt. Soll ich jetzt gut sichtbar sein, oder ist die von mir aus auch gut sichtbar? Also du möchtest gesehen werden. Du stellst dich dann hier an die Straße ran? Ja, also so wie... Ach, von da kommen wir, okay. Ja. So auf einer Distanz 300-400 Schritt. 300 bis 400 Schritt? Ja. Dann gib mir mal die Erschwernis auf für einen Elfenbogen. Elfenbogen kann schießen bis 200 Schritt mit meinem Waffenmeister 220 und ich kann natürlich einen Pfeil der Luft drauflegen für 440.
Mit dem Pfeil des Luftschießt. Okay, ich wollte gerade wissen, wie du auf 400 kommst. Rosti, du kennst mich. Okay. 400 Schritt. Ja, müssen nicht exakt so viel sein. Ich gebe da jetzt nicht unbedingt viel auf Maximalreichweite halt. Bequem ist das ein permanenter Pfeil oder willst du den jetzt weben? Ich werde den jetzt weben. Dann webe ihn. Pfeil der Luft. Ich lasse mir Zeit. Wir haben es ja nicht eilig. Was auch gut ist, denn... Ja. ZF4 Sterne sind egal. Außer halt die Zeit, die ich mir jetzt Zeit lassen kann zum Schießen. So, sehen wir uns das an. Der Typ ist natürlich auf Maximalreichweite, das ist schon mal eine plus 12. Dann ist er wohl ein mittelgroßes Ziel. Das ist nochmal eine plus 2. Seitenwind ist mir egal. Weil Fall der Luft? Nee, weil Meisterschütze. Ist das dunkel? Ist das dunkel? Wie dunkel? Also, ich gebe dir keine 8. Nee, 16 ist maximal für Pfeile, ne? Ich glaube 8. Ich bin mir nicht sicher. Auf Fernkampf. Plus 8 ist Finsternis. Dann gebe ich dir eine. Ich gebe dir eine 4. Okay, die wird für mich halbiert, da ich nachtsichtig bin. Es ist also noch ein plus 2, sind wir insgesamt bei einer plus 16. Ist er ein Kopfziehen? Hat er einen Helm auf? Ist mir das Konzept an der selbst bekannt. Also, du weißt sicherlich, wie das töten. Das Konzept von Rüstung ist bekannt. Also, ich wollte gerade sagen. Kann mir jemand die... Achso, hier, Kopf wäre nochmal eine plus 8. Warte mal, du bist ein Meisterschützer, ne? Mhm. Aufs Auge ist eine plus 10. Eine 10. Aufs Auge oder plus 10? Das Auge. Plus 10. Dann sind wir bei einer plus 28. Was denn du für ein Fernkampfwert? Warte. Gemacht. Ich hab schon 44 Ansagen gehört. Gemacht. Sag mir mal, denn ich kenne keine Regelstelle dazu, was bringt mir das Auge? Blattschuss? Weiß ich jetzt auch nicht, müsste irgendwo im Wege des Schwerts stehen. Ich sag einfach mal Schaden mal 3. Okay, ich kann es dir nämlich garantieren, im Wege des Schwerts steht. Schaden mal 3. Okay, dann webe ich mir nämlich vorher ganz locker flockig noch ein Falkenauge da rein. Ja, genau das meine ich halt. Für den lasse ich mir Zeit. Wie lange hält der Pfeil der Luft? Der Pfeil der Luft hält, ich glaube, ZF-Stern-Aktionen oder so. Bis dahin muss ich ihn geschossen haben. Ja, das wird dann nämlich jetzt so langsam knapp. Okay, lass mich erst nach dem Pfeil der Luft gucken. Sowieso fast am Ende, dann kann ich mir die Zahl auch nehmen. Ja, das kriegen wir. Ganz in Ruhe. Mit diesem Pfeil können wir dann... Okay, lass mich gucken. Und zwar ist die Wirkungsdauer... ZF-Stern mal 10 Kampfrunden. Ich ja, habe also okay, gut. Ja, wenn es jetzt Aktionen wären, dann wäre das halt wichtig. Ja, du hast recht. Aber der Falkenauge hat nur 5 Aktionen Zauberdauer. Also lasse ich mir auch die 10 dann Zeit. 400 Schritt, ne? Wo habe ich ihn? Warte, ich bin. Warum sind wir nicht alle Elfenbogenschützen? Was spielen wir hier für eine Scheiße? Okay, dann kriege ich auf meinen Schuss, 19 Punkte drauf. Da sind wir jetzt also bei einer, gerade eben war ich bei einer... 26. 20er erschweren. 26, da kommen also 19 runter, dann habe ich noch 7. Dann hätte ich gern noch... Eine Wuchtansage? Ja, von... Ich will diesen Pfeil auf jeden Fall treffen, also nur 4 Punkte. Dann würfel ich nämlich um meinen... Achso, warte. Warte, wir sind auf einer 7er Erschwernis. Da kommen jetzt noch 2 runter von Entfernungssinn. Sind wir auf 5. Dann ziele ich natürlich, denn, ich habe Zeit für den Fall der Luft. Also ziele ich natürlich nochmal. Ich glaube, 4 kann ich maximal zielen. Also von der 7 kommen 2 runter für Entfernungssinn. Das ist ein halber Kilometer, also Abel mir und Boltax können ihr nicht mal sehen. Die wissen, dann noch mal die wissen vier, nicht mal, dass er da ist. Dann noch mal 4 fürs Zielen sind wir auf einer 1. Ich habe Dämmerungssicht und ich habe eine ziemlich gute Sinneschärfe. Also hätte ich mit meinem, natürlich ist er hier noch nicht eingetragen, weil gar keine Waffen eingetragen sind. Halber Kilometer, du bist so klein, Boltax, da kommt schon die Erdkrümmung rein. Warte kurz, und zwar habe ich einen Fernkampfwert von 30 plus 2 für Spezi, also 32. Bei einer 1er Erschwernis kann ich mir also locker eine... Würfel doch bitte einfach. 12er Ansage, 12er Wucht geben. 12er Wucht. So. Und jetzt kommt B20, er scheitert auf einer 20. Das ist ein Treffer. Das sind dann also, und jetzt kommt aber der Clou, da es ein Pfeil der Luft ist, behält er seine gesamte Wucht bis zum Ende der Flugbahn. Also sind wir in einem Schaden von 1W6 plus 5 plus 3 plus 12. Warte, erst verdreifachen und dann die Wucht. Also mache ich jetzt die 1W6 plus. Aber der Entfernungsbonus geht damit rein, in die Dreifachung. Ja. Dann haben wir 1W6 plus 8.
Nur 9 plus 12, also 9 verdreifacht plus 12, das ist nicht mehr alles sparen. 9 mal 3 sind 27, plus 12 sind 39. In den Kopf? Ins Auge. Ins Auge, ja, nicht, mehr, nicht in den Kopf, Entschuldigung, ins Auge. Geht auf der anderen Seite wieder raus und kratzt ihm dahinter noch die Rüstung kaputt. Gut, ja, beschreib bitte die Szene. Ja, ich stelle mich, wie gesagt, auf die Straße, richte mich nochmal groß und gut sichtbar auf. Nehme Maß. Ja, zieh den Bogen ein, zweimal auf, leg dann den Pfeil an, flüstere ihm ganz leise auf Istira einige Worte zu. Ziehe durch, eine lange Zeit, dann lasse ich den Pfeil los. Und er fliegt und fliegt und hat fast schon das Gefühl, dass er gar nicht mehr zu Boden kommen will. Und irgendwann hat er sein Ziel doch gefunden. Es reißt ihn mit der gesamten gespannten Wucht den Mordbrenner nach hinten und er taumelt über das Brückengeländer in den Fluss. Tot. Ja, ich stehe neben ihm mit dem Fernglas in der Hand und gebe nur so einen anerkennenden Pfiff von mir. Schildwall! Können wir den Elfen behalten? Nein, der ist nicht. Es hat Sandko erwischt! Die Baumkuschler sind da! Dann könnt ihr Rufe hören, die wohl so ein bisschen gedämpft sind. Dann schickt halt 20 von den Eirex! Und ihr könnt erkennen, wie sich die Erde umgräbt. Der Acker bewegt sich. Und die Toten marschieren auf euch zu.